CERN. Wissenschaftler behauptet, sie hätten ein Portal zu einer anderen Dimension geöffnet. Das ist eine wilde Sache. Ihr könnt gerne schon die Aluhüte auspacken, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Zerstören die Tests im Large Hadron Collider wirklich unsere Realität? Im Magnetfeld der Erde erschien eine mysteriöse Rissbildung. Quantenmechaniker weisen schon lange darauf hin, dass die Bausteine unserer Materie mehrdimensional sind. Wie also können Forscher behaupten, dass nichts von den Teilchen, mit denen in der umstrittenen CERN-Anlage geforscht wird, nach außen gelangt oder mit anderen Dimensionen des Weltalls interagieren. Es gab schon häufiger Spekulationen darüber, dass die Organisation versucht, schwarze Löcher zu erzeugen und dabei unwissentlich oder bewusst Tore zu anderen Dimensionen öffnet. Das ist halt wild, schwarze Löcher zu und dann Toren zu anderen Dimensionen und so. Bro, Stargate, the issue. Ich habe schon das Gefühl, dass wir in anderen Dimensionen unterwegs sind seit 2020. Aber das hat mehr mit Klaus Schwab und Corona zu tun als mit irgendwelchen CERN-Sachen. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar werden wir uns jetzt ein Video reinziehen, welches heißt CERN. Wissenschaftler behauptet, sie hätten ein Portal zu einer anderen Dimension geöffnet. Das ist eine wilde Sache. Ihr könnt gerne schon die Aluhüte auspacken, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Ich wurde damit 2-3 Mal im Chat konfrontiert und habe mir gedacht, heute ziehen wir uns mal ein Video dazu rein. Leute behaupten, dass da irgendwie ein Portal geöffnet ist, was irgendwie die Zeit auch verändert hätte und so. Und ich fand das ein spannendes Thema, deswegen werden wir es uns jetzt reinziehen. Gerne schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommentärchen schreiben auf entspannt. Und natürlich den Kanal abonnieren. Liebe geht raus an die ganze Community. I love you. Und wir gehen rein in den Laden. Let's go. Don't ever play yourself. Don't ever play yourself. Tan, 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 tan it in, man, Alter. Ski. Und los. Max Lovelin, ein hochbegabtes Kind, behauptet, dass CERN-Wissenschaftler 2022 das Tor zu einer anderen Dimension geöffnet haben. Seitdem befinden wir uns auf einer anderen Zeitlinie und niemand außer einigen... Das ist schon eine krasse Theorie auf jeden Fall, ne? Aber das hat ein Kind gesagt, wieso hört man darauf, Bro? Das macht mich schon ein bisschen skeptisch, wenn ich ehrlich bin. Wer soll er denn sein? Lovelin sollen davon etwas mitbekommen haben. Zerstören die Tests im Large Hadron Collider wirklich unsere Realität und beschwören die Wissenschaftler mit ihren Versuchen ein... Was machen die da für Experimente? Die jagen da irgendwie auf heftigen Geschwindigkeiten irgendwelche Atome und so durch, ne? Glück von gewaltigen Ausmaßen herauf? Folgt uns auf diese Reise in eine Wissenschaft, die Grenzen überschreitet und zu einer völlig neuen Sicht unserer Realität. Ein Dimensionstor hat sich geöffnet. Am 7. Juli 2022 um 5.18 Uhr wurde eine schockierende Entdeckung gemacht. Im Magnetfeld der Erde erschien eine mysteriöse Rissbildung. Der Riss erschien wie aus dem Nichts und blieb ganze 14 Stunden lang geöffnet. Krass, Digga. Stell dir mal vor, sowas passiert wirklich, ja? Durch diese Anomalie konnten Sonnenwinde in das Erdmagnetfeld strömen, was zu starken Das soll ja auch passieren, wenn zum Beispiel dieser Polsprung stattfindet, ne? Wo ja auch einige Leute sagen, dass wir uns mittendrin befinden. Alle paar 10.000 Jahre ist es so, dass die Pole sich quasi einmal umdrehen und das ist auch wissenschaftlich belegt. Und dass in der Zeit, wo die sich umdrehen, das Erdmagnetfeld auch schwächer wird. So, und manche Leute sagen, dass dadurch die Spiritualität der Menschen höher wird, das Bewusstsein der Menschen höher geht, aber dafür auch so, wie hier jetzt diese Dinge aus dem Kosmos dann einen leichteren Zugriff auf die Erde haben, so Stürme und so ein Scheiß, weißt du? Genetischen Störungen und möglicherweise noch viel mehr führte. Aber wie ist dieser Riss plötzlich entstanden und was hat er mit den Tests im Large Hadron Collider in Genf zu tun? Forscher hatten schnell eine Erklärung parat und behaupteten, der Riss im Erdmagnetfeld sei auf ein einzigartiges Phänomen namens Co-Rotating Interaction Region zurückzuführen. Aha. Abgekürzt CIR ist ein Phänomen der Sonnenphysik, das durch die Wechselwirkung von verschiedenen Sonnenwindströmen entsteht. Der Sonnenwind besteht aus geladenen Teilchen, die von der Sonne in den Weltraum abgegeben werden. Diese Teilchenströme bewegen sich niemals gleichmäßig in alle Richtungen, sondern haben unterschiedliche Geschwindigkeiten und Dichten. In der Nähe der Sonne treffen manchmal mehrere dieser Sonnenwindströme zusammen, überlappen sich und bilden dabei sehr große plasmatische Gebilde, die eine besondere Wirkung auf das Erdmagnetfeld ausüben. Anders als normale Plasmaströme können sie offenbar ein regelrechtes Loch in das Erdmagnetfeld. Bro, ich würde die Sonne gerne mal von ganz nah sehen, aber den Mond auch, die beiden Sachen. Fasziniert mich extrem, persönlich so.
wenn Vollmond ist, ich bin so fasziniert immer, ich gucke immer hin, weil hier hast du auch so einen klaren Himmel und du siehst den Mond halt so richtig, ne? Und ich sehe dann immer die Krater und so, Digga, und ich stelle mir immer vor, dass ich kurz dahin gehe einfach. Kurz mal den Mond umarmen, so auf entspannt. Das wäre schon geil. Heißen, CIRs sind bisher aber zu wenig erforscht, um sagen zu können, zu welchen Folgen das wirklich führt. Interessant ist, dass im Kollisionsapparat in Genf exakt zu dieser... Guckt euch das mal an, was die da für Apparate haben, ne? Ich finde das schon mega interessant. Drei neue exotische Partikel entdeckt wurden, darunter eine neue Art von Petaquark und das erste Paar von Tetraquarks, zu denen auch ein völlig neues Tetraquark gehört. Wissenschaftler behaupten, dass der Large Hadron Collider tief unter der Erde absolut sicher sei und in keiner Weise mit der Außenwelt agiert. Doch kann das... Ah, das ist unter der Erde, das Ding? ...wahr sein? Immerhin bewegen wir uns hier im subatomaren Bereich, also genau dort, wo Materie nichts anderes mehr wird als Schwingung und Rotation mit gigantischen Leerräumen zwischen winzigen Partikeln. Quantenmechaniker weisen schon lange darauf hin, dass die Bausteine unserer Materie mehrdimensional sind, dass sich Lichtteilchen an mehreren Orten gleichzeitig befinden... Das ist wild, die Theorie von mehreren Dimensionen gleichzeitig. Und ne? Sogar die Schranken von Zeit und Raum überwinden. Das Ding ist ja auch, man hat ja auch festgestellt, dass wenn du ganz tief in die Materie reingehst und in die Atome, dann ist mehr leerer Raum da als Materie im Endeffekt. So. Also eigentlich ist alles, auch wir bestehen aus mehr leerem Raum als Materie und Atome. Da ist mehr leerer Raum als alles andere. Wie also können Forscher behaupten, dass nichts von den Teilchen, mit denen in der umstrittenen CERN-Anlage geforscht wird, nach außen gelangt oder mit anderen Dimensionen des Weltalls interagieren? Offiziell wurden während der Testreihen von der CERN-Gemeinschaft 70 neue Hadronen entdeckt. Das sind subatomare Teilchen, die aus Quarks bestehen und durch die Elementarkraft der starken Kernkraft zusammengehalten werden. Kritiker der Anlage behaupten jedoch, dass CERN in der Tiefe weit mehr experimentiert, als offiziell bekannt wird und... Krass, kann ich mir... Bro... Was glaubt ihr, Freunde? Glaubt ihr, da geht noch mehr vor sich, als uns präsentiert wird? Das ist ja dann so ein bisschen so theoretikmäßig, so wie Area 51 auch und so. Und ich bin mir halt sicher, dass bei diesen Sachen, wo die da forschen, und da sind ja auch Regierungsleute mit beteiligt und so, dass die safe da auch Dinge tun, die der normalen Gesellschaft erstmal nicht erzählen. So. Wir sind ja nur Fußvolk, Bro. Weißt du, wie ich meine? Genau das könnte uns alle gefährden. Es gab schon häufiger Spekulationen darüber, dass die Organisation versucht, schwarze Löcher zu erzeugen und dabei unwissentlich oder bewusst Tore zu anderen Dimensionen öffnet. Das ist halt wild, schwarze Löcher zu, und dann Toren zu anderen Dimensionen und so. Bro, Stargate, Bishu. Hier nicht kontrollieren können. Warnung eines außergewöhnlichen... Digga, stell dir mal vor, du bist da und dann auf einmal öffnet sich so ein Portal. Was? Kindes. Warnung eines außergewöhnlichen Kindes. Max Lovelin ist ein hochbegabter Junge, der wie aus dem Nichts ein umfassendes Wissen über Quantenphysik und die Natur unserer Realität besitzt. Er warnte in einem Video, dass CERN mit der Wiederaufnahme des Betriebs der Anlage im April 2022 das alte Universum zerstört habe. Was? Aber das ist doch nur... Das ist krass. Irgend so ein Junge, der setzt sich halt vor die Cam und erzählt was. Der soll anscheinend heftiges Wissen haben. Müsste man sich jetzt nochmal so ein bisschen... recherchieren, wer er ist, wo er herkommt, warum er dieses Wissen hat und so. Ist schon crazy, ne? Wer hat von dem schon gehört? Ich habe von dem noch nie gehört. Dass es eine ursprüngliche Zeitlinie gegeben habe, aber durch das Experiment sei unmittelbar eine Anomalie aufgetreten, die uns in eine unendliche Anzahl paralleler Universen katapultierte. Gemäß der Quantenphysik wäre daran allerdings nichts allzu Ungewöhnliches, denn haben Experimente wie Schrödingers Katze und Wigners Freund recht, so bewegen wir uns alle ständig mit unseren Entscheidungen und Bewusstseinsmessungen durch eine Vielzahl von Universen. Max Lovelin ist allerdings der Meinung, dass die Versuche die Menschheit als Kollektiv mitsamt dem Planeten in eine andere Dimension verschoben hat. Die meisten von uns haben davon nichts mitbekommen. Hoffen wir, dass diese neue Ebene der Realität eine gute ist. Sieht nicht so aus, mein Jutzer. Also, ich habe schon das Gefühl, dass wir in anderen Dimensionen unterwegs sind seit 2020. Aber das hat mehr mit Klaus Schwab und Corona zu tun, als mit irgendwelchen CERN-Sachen. Vielleicht hängt es auch irgendwo zusammen. We never know, bro. Keine schwarzen Löcher, keine gefährlichen Experimente.
Ein an den Testreihen beteiligter Physikprofessor von der Universität von Buffalo erklärte, dass der Kollisionsapparat oder jede Technologie dieser Zeit derzeit nicht auf schwarze Löcher zugreifen könne, da es immer noch gewisse Einschränkungen gebe. Allerdings ist bekannt, dass in Genf kleinere Ausfälle im Raumzeitkontinuum entstanden sind, die in ihrer Natur schwarzen Löchern gleichen. Als dies bekannt wurde, führte das zu Protesten gegen das CERN, bei denen eine Gruppe von Menschen die Abschaltung des Teilchenbeschleunigers forderte. Immer wieder kommt es rund um Genf zu seltsamen Wetterphänomenen. Krass. Anwohner berichten von Wahrnehmungen, die sich nicht mit normalen Mitteln erklären lassen. Mehrere Professoren und renommierte Forscher haben sich ebenfalls zu Wort gemeldet. Das ist diesen Teilchenbeschleuniger gibt es nur hier, ne? Den gibt es nur in Genf, oder? Nur CERN. Es gibt nur diesen einen auf der ganzen Welt, oder? Habe ich richtig verstanden? Und ihr Vertrauen in den Large Hadron Collider bekräftigt. Das Hauptziel dieses aktuellen Durchlaufs der Testreihen im Teilchenbeschleuniger ist es, mehr über eine mysteriöse fünfte Naturkraft herauszufinden, von der die Forscher glauben, dass sie existiert. Diese fünfte Kraft könnte, falls sie gefunden wird, die Dynamik der Teilchenphysik vollständig verändern. Nur wirklich gesehen oder gemessen hat sie noch niemand. Die Kritiker der Anlage laufen deswegen wieder Sturm. Sie behaupten, die Forscher spielten in der Tiefe der Erde Gott und niemand könnte momentan die wahren Folgen dieser Experimente wirklich vorhersehen. Der Large Hadron Collider. Kurz LHC. Er ist der größte und energiereichste Teilchenbeschleuniger der Welt. Die Entstehung der Anlage dauerte 2 Jahrzehnte, die begleitet waren von Protesten und Kritik. 2 Jahrzehnte. Während über 10.000 internationale Wissenschaftler, hunderte von Universitäten und Instituten sowie 100 Länder an diesem revolutionären Projekt arbeiteten, fürchteten ganz normale Menschen in der schweizerischen Großstadt Genf um ihren Frieden und ihre Sicherheit. Trotz Petitionen und Beschwerden trieben die Schweizer Regierung und die internationalen Geldgeber den Bau der mehr als 7,5 Milliarden Euro teuren Anlage. 7,5 Milliarden, Digi. Der Teilchenbeschleuniger liegt zwischen 100 und 175 Meter tief unter der Erdoberfläche. Krass. Darüber befinden sich Wohngebiete, Supermärkte, Kindergärten und Straßen. Die jagen einfach Teilchen durch den Laden, während da Kinder oben im Kindergarten spielen. Das ist schon krass. Also ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Teilchenbeschleunigen und ja, auf so eine heftige, das ist ja auch eine heftige Geschwindigkeit, glaube ich, ne? Auf die, die versuchen ja an Lichtgeschwindigkeit ranzugehen und so, dass das irgendwie einen Effekt auch haben kann. Wir wissen ja mittlerweile, wie mächtig auch Quantenphysik ist und das kann schon crazy sein, glaube ich. Ich habe natürlich keine Ahnung, aber rein so vorstellt, so wenn ich mir das vorstelle, das ist schon krass. Nichts von der Existenz. Also wundert mich nicht, dass Leute auch dagegen demonstriert haben, weil die natürlich nicht wissen, okay, was kann da passieren oder nicht. Wenn's der Anlage weiß, wähnt sich in einer ganz normalen Stadt. Doch die Genfer können immer seltener vergessen, was sich dort in der Tiefe abspielt. Die eigentliche Anlage ist der 27 Kilometer lange Tunnel in Form eines Rings, der aus supraleitenden Magneten besteht. Durch spezielle Beschleunigungsstrukturen wird die Energie von Teilchen massiv erhöht. Zwei Strahlen von Teilchen laufen jeweils im Uhrzeiger und gegen den Uhrzeigersinn. Mit einem Tempo, das nahe an der Lichtgeschwindigkeit liegt, prallen die Teilchen aufeinander. Nur durch diese ultraschnelle Kollision werden die Teilchen messbar. Sie interagieren miteinander oder zerfallen in... Digga, kann ich mir vorstellen, dass das einen Effekt auf die Umgebung hat, oder? Was sagt ihr? Noch kleinere Teilchen. Die Hauptbestandteile der Protonen sind Quarks und Gluonen. Quarks sind als subatomare Teilchen sehr instabil und setzen sich in der Regel in einem Bruchteil einer Sekunde, während Gluonen die vermittelnde Kraft sind. Die gesamte Kollision wird von Detektoren innerhalb des Beschleunigers erfasst und die Daten werden an ein Netzwerk von Computersystemen gesendet. Aus dem Zerfall und dem Verhalten der Teilchen während der Kollisionen erhoffen sich Forscher, mehr über die Partikel zu erfahren, die weit unterhalb der Grenze des Sichtbaren liegen. Selbst ein Photon oder ein Elektron hat noch nie ein Mensch mit eigenen Augen isoliert gesehen. Forscher wissen nur von der Existenz dieser Teilchen, weil sie deren Auswirkungen und Verhalten beobachten können. Die erste Kollision. Ich finde das mega interessant, Mann, Alter. Geil, dass ich mir das Video gerade reinziehe. Ich wollte schon immer was über den CERN Teilchenbeschleuniger so ein bisschen mehr Informationen im Brain haben. Hadron Collider wurde 2 Jahre nach der Fertigstellung des Beschleunigers im Jahr 2010 durchgeführt. Zuvor wurden in einer Vorgängeranlage bereits ähnliche Tests durchgeführt, allerdings war der Prototyp der Teilchenforschungsanlage weit weniger energiegeladen. Die Tests ab 2010 fanden bei einer kombinierten Energie von 7 Teraelektronenvolt statt, was fast 4-mal höher war als bei allen früheren und vergleichbaren Testreihen. Doch das war immer noch nicht genug, um immer noch kleinere Teilchen zu erzeugen.
Weitere Upgrades steigerten die Intensität der kombinierten Energie auf 13 Tera-Elektronenvolt. 2018 wurde... Bro, ich kann mir vorstellen, dass die irgendwann so krass übertreiben, dass sich ehrlich so ein Portal öffnet. Digga, wenn die da wirklich diese Dinger durchjagen und miteinander koalieren lassen, so kannst du mir nicht sagen, dass das keinen Effekt hat. Lage dann überraschend abgeschaltet. Anwohner brachten das mit einem seltsamen Wetterphänomen in Verbindung, das sich im Sommer über Genf gezeigt hatte. Zudem berichteten Menschen in der Schweiz und in angrenzenden Regionen Süddeutschlands sowie Frankreichs über sonderbare Ereignisse und Seismologen maßen viele kleinere Erdbeben. Doch all das soll mit dem Abschalten der Anlage offiziell in keiner Weise zu tun haben. War sogar ein Erdbeben am Start, guck mal, Dicker. 2 Jahre blieb der LHC aus. Dann gingen 2021 wieder die ersten Testläufe durch, diesmal mit einer maximalen Strahlenenergie von 6,8 Tera-Elektronenvolt pro Strahl. Die neue Testreihe soll bis 2025 dauern. Higgs-Boson, davon habe ich auch schon mal gehört. Boson, das Gottesteilchen? Im Laufe der Jahre hat der Large Hadron Collider einige große Rätsel gelüftet, wie zum Beispiel das Higgs-Boson-Teilchen. Vor der Kollision im Jahr 2012 waren das Also viele von den Sachen, sage ich euch ehrlich, habe ich schon mal gehört bei Big Bang Theory. Das ist auch educating teilweise, ne? Also man kriegt da schon, man hört die Begriffe zum ersten Mal, so weißt du? Auch von vielen Physikern habe ich zum ersten Mal gehört bei Big Bang Theory. Marie Curie, Dings habe ich da gehört, Doppler-Effekt, wie heißt es, Schrödingers Katze und so. Man hat schon gelernt, Visio. Boson-Teilchen und das Higgs-Feld nur eine Theorie, da die Forscher es selbst nach zahlreichen Experimenten nicht entdecken konnten. Nach weiteren Upgrades am Kollisionsapparat konnte das Higgs-Boson-Teilchen dann aber schließlich nachgewiesen werden. Im Zuge dieser Testreihe suchten die Forscher auch noch nach weiteren Informationen über die dunkle Materie und sogenannte Ghost Particles oder Neutrinos, die ähnlich wie Elektronen sind, aber heftig, Digga, was die da machen. Keine elektrische Ladung tragen und in den Tiefen von Sternen entstehen. Der Higgs-Mechanismus ist ein theoretisches Konzept, das erklärt, wie Teilchen ihre Masse erhalten. Das Higgs-Feld durchdringt den gesamten Raum und verleiht den anderen Elementarteilchen Masse, während diese sich durch das Netz bewegen. Ohne das Higgs-Feld würden die meisten Teilchen einschließlich der Quarks und Elektronen keine Masse haben und weiter mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum reisen, ohne eine feste Form anzunehmen. Das Feld ist also maßgeblich an der Bildung der Materie beteiligt und damit ein Grundgerüst des Universums. Die Entdeckung des Higgs-Bosons wurde im Jahr 2012 bekannt gegeben und war ein Riesenerfolg für die Teilchenphysik. In den Medien war damals öfter vom Gottesteilchen die Rede. Weit seltsamer als das Gottesteilchen sind Strangelets. Hypothetisch. Hört auf, Gott einzumischen, Alter. Exotische Materie. Ja, Maniacs. Objekte, die aus seltsamen Quarks bestehen. Quarks sind eine der 6 Richtungen von Quarks, den fundamentalen Bausteinen von Hadronen, zu denen auch Protonen und Neutronen gehören. Im Gegensatz zu den leichten Up and Down. Oh, das ist schon heftig, aber ne? Quarks, aus denen die gewöhnliche Materie besteht, sind seltsame Quarks schwerer und instabiler. Die Idee hinter Strangelets ist, dass sie eine Ansammlung von seltsamen Quarks in einem stabilen Zustand darstellen könnten. Sie könnten sich bilden, wenn genügend Energie aufgebracht wird, um seltsame Quarks zu erzeugen und sie in einem größeren System zu halten, bevor sie zerfallen. Strangelets könnten aber auch als Resultat einer Kollision extrem hochenergetischer Teilchen entstehen. Eine der besonderen Eigenschaften von Strangelets ist ihre Stabilität im Vergleich zu normaler Materie. Es wird spekuliert, dass ein Strangelet, sobald es sich einmal gebildet hat, als Katalysator für die Umwandlung von gewöhnlicher Materie in seltsame Materie wirken könnte. Dies hat zu wissenschaftlichen Diskussionen geführt, ob Strangelets eine potenzielle Gefahr darstellen könnten, wenn sie in unserer Umgebung erzeugt würden. Experten behaupteten, dass ein Strangelets, das aus den Versuchsanordnungen in Genf in die Freiheit entkommt, die Stabilität des gesamten Universums gefährden könnte. Die Kritiken sind... Also die kreieren da Sachen, die es gar nicht gibt, oder was? Quasi? Also mehr als berechtigt, denn Strangelets heißen nicht zuletzt so, weil sie seltsam und unberechenbar sind. Wer weiß schon, auf welchen Wegen ein solches Teil entkommen kann. Im CERN gibt man sich jedoch weiter unbeeindruckt. Derzeit planen die Verantwortlichen eine weitere Verbesserung der Kollisionsenergie und der Detektoren, die das Verhalten der Teilchen aufzeichnen. Crazy shit, ey. Was sagt ihr? Ist das Wissenschaft oder ist das Wahnsinn? Beides. Ist schon sehr faszinierend, ne? Dass das gerade quasi stattfindet so. In CERN, in Genf, unter der Erde.
Also ich finde das schon faszinierend auf jeden Fall. War cool, sich mal ein Video zum Thema reinzuziehen. CERN, habe ich immer viel von gehört, aber nie richtig mich informiert. Heute haben wir es mal getan. Liebe geht raus an den ganzen an die ganze YouTube-Community. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Schreibt mal ein paar Informationen noch unten in die Kommentare rein dazu, falls ihr welche habt. Und lasst dem Video natürlich einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace out. Und vergesst nicht, Videos in den Discord reinzuschicken, die interessant sind. Was mich aktuell auch interessiert, ist das Thema Gesundheit, Ernährung und so. Falls ihr da geile Videos habt, in den Discord rein. Gang, peace.